Ich begrüße jetzt für dieses Schlusspanel, habe ich mir schon aufgeschrieben, Alexandra Kolm. Sie ist Leiterin der Hauptabteilung Kunden und Mitglied der Geschäftsleitung von der OIZ, Organisation Informatik der Stadt Zürich. Und du hast dann der HSG doktoriert im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung. Und das ist sehr spannend, mit deinem Hintergrund jetzt diese Städtevertretung hier zu haben. Dann haben wir Daniel Markwalder, den muss man eigentlich nicht vorstellen. Er ist ein bekanntes Gesicht in unserer Beschaffungscommunity und Mitglied der Programmleitung von der Konferenz. Er ist Delegierter des Bundesrates für die IKT, für die digitale Transformation und IKT-Lenkung. Dein Hintergrund Jurist und Informatik, von dem her auch eine spannende Kombination. Und last but not least, extra aus der Romandie angereist, Daniel Brunner, perfekt zweisprachig, da beneide ich ihn immer, Leiter der Informatik des Bundesgerichts seit vielen Jahren, seit 2014 schon, also schon 10 Jahre, und einer der bekannten Gesichter, wenn es um diese Anwendung von Open Source geht, Hintergrund Informatik der EPFL. Von dem her spannendes Panel, und jetzt steigen wir doch gleich ein in die Diskussion. Es wurde schon viel gesagt und geschrieben über diese digitale Souveränität, auch in der Schweiz und allgemein. Vielleicht nochmal jetzt ganz konkret in der Stadt Zürich. Oder? Ihr seid, glaube ich, ein grosser Laden, 30.000 Mitarbeitende, hast du gesagt. Wie relevant ist jetzt bei euch das Thema digitale Souveränität oder wie bist du dem Begriff schon mal begegnet, Alexandra? Das Thema ist natürlich sehr relevant, also bei uns auch, und auch relevanter geworden. Andreas hat es gerade eben auch erwähnt in seinem Vortrag KI, oder? Das ist für uns auch nochmal in dem Zusammenhang, hat es da auch nochmal einen, will ich mal sagen, Push bekommen, oder? Die digitale Souveränität. Für uns im Vordergrund eben diese Wechselfähigkeit. Sicherlich, das ist ganz wichtig, also jetzt gerade KI, Thema Daten, dass wir unsere Daten halt entsprechend, wenn wir wechseln, halt auch mitnehmen können und da nicht irgendwie einen Login-Effekt haben. Also für uns da wahnsinnig wichtig. Und das zweite Thema, es geht eher so in Richtung BCM, wo es dann wirklich heißt, ja, was passiert jetzt, wenn uns einer den Stecker zieht, oder? Dann müssen wir eben eine Alternative haben, oder? Sehr spannend, aber eigentlich ist ja schon ein bisschen unangenehm, bei einer Heirat schon an die Scheidung zu denken, und von dem her, also rechnet ihr extra wirklich diese Exit-Costs oder ist das mehr so nice to have? Oder? Ich finde, Eheverträge sind mittlerweile etabliert. Nein, also ich glaube, ja, wir denken dran, oder? Dass wir auf jeden Fall uns anschauen, was passiert wirklich, wenn dieser Anbieter vielleicht eben für nicht mehr gangbar ist, für uns nicht mehr gangbar ist, oder? Was machen wir? Was wäre eine Exit-Strategie? Wie können wir die Daten da wieder rausbekommen? Das hat auch was mit den Verträgen dann zu tun, oder? Also, das ist für uns wichtig, ja. Okay. Daniel, dir liegt das auf der Zunge, sehe ich. Mir liegt auf der Zunge, dass bei Eheverträgen idealerweise beide etwa auf derselben Stufe stehen. Das ist natürlich in unserem Fall nicht immer der Fall. Da gibt es nicht immer, ist man nicht immer genau auf Augenhöhe. Und deshalb umso mehr braucht es Eheverträge. Sehr gut. Ja, bleiben wir doch gerade bei dir. Eben, du bist ja eigentlich für die Gesamtausrichtung für der Bundesverwaltungs-IT zuständig, kann man so sagen, und hast ja auch viel Gespräche mit den CIOs der Departemente, glaube ich, gerade heute Morgen wieder Diskussionen, und vielleicht kannst du dazu etwas sagen, digitale Souveränität aus Bundesverwaltungssicht, ihr hattet ja das als Schwerpunkt sogar letztes Jahr, ist es noch heute aktuell und wie konkret setzt ihr das um? Ja, es ist auf zwei Schienen ein Thema bei uns. Das eine ist für die digitale Schweiz als Ganzes ist das natürlich ein Thema. Wir haben ja auch die Strategie Digitale Schweiz, war das letztes Jahr ein Fokusthema. Auch Erklärung, was versteht man darunter, Umgang auch mit internationalem, auch Recht etc. Das geht weiter. KI beispielsweise findet jetzt dann wieder eine Klausur statt. Braucht es in der Schweiz ein eigenes KI-Gesetz etc. Dann aber für die Bundesverwaltung im engeren Sinn, dort haben wir auch eine Strategie für die Bundesverwaltung. Dort haben wir drei Ziele.
zur Souveränität, auch verschiedene Maßnahmen drin. Da geht es, wenn ich es genau zitieren müsste, muss ich es den Spick nehmen, aber es geht um Umgang mit Abhängigkeit, es geht um Umgang mit Cloud. Diese Themen sind dort explizit adressiert. Was dich besonders freut, wahrscheinlich, wir haben auch Messgrößen, wir versuchen wirklich, das auch greifbar zu machen, da sind wir in einem Prozess. Was sind gute Messgrößen? Und wir haben jetzt einmal begonnen mit einer Messgröße an Zahl freihändige Vergaben. Das ist wahrscheinlich nicht der perfekte Indikator, aber es ist vielleicht ein Indikator dazu. Ein Proxy sozusagen für die digitale Nicht-Souveränität sozusagen. Gut, wie viele IT-Freihänder macht das Bundesgericht? Weißt du deine Zahl, Daniel? Nein, diese Zahl kenne ich nicht. Aber vielleicht nur um zu erklären, digitale Souveränität ist bei uns in diesem Namen kein Thema, aber es wurde zu einem Thema, weil unsere Strategie basiert seit 25 Jahren auf offene Standards. Wir haben von Open Source gehört, wir sind von den offenen Standards zu Open Source gekommen und wir haben auch einen zweiten Punkt, das ist Datenhaltung bei uns. Und Datenhaltung bei uns plus Open Source plus offene Standards, gleich am Ende digitale Souveränität. Wir haben auch gehört von KI, dort haben wir auch eine Strategie definiert. Natürlich lokale Modelle, trainiert basierend auf dem Know-how unseren Benutzern. Und das gehört dann auch dazu. Und das habt ihr alles bei euch im Keller im Bundesgericht in Lausanne? Das haben wir alles im Keller, nein, ist ein Witz. Aber ja, das betreiben wir. Und in diesem Sinn, das braucht natürlich Know-how, oder? Wir betreiben die Systeme, aber wir entwickeln auch Applikationen. Aber es ist wichtig zu wissen, Open Source, das ist ein Teil. Der andere Teil ist, die Open Source Applikationen zu integrieren, damit sie den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir daran arbeiten im Bereich Justiz und Justizapplikationen. Was sagen da die Bundesrichter, wenn sie da mit Linux arbeiten müssen? Also ist das alles problemlos, oder? Das müsst ihr die Bundesrichter fragen. Die Schulung am Anfang, die ist nicht viel länger, als wenn ich ein anderes Tool einsetze, weil die Schulung basiert sich auf den Integrationen mit den anderen Applikationen. Wie generiere ich einen Entscheid für das administrative Personal, wie wird es dann publiziert auf dem Internet und so weiter. Das sind dann solche Schulungen, die dann stattfinden. Weil einen Text zu schreiben, ob ich jetzt Open Source oder nicht Open Source brauche, braucht es nicht viele Funktionalitäten dazu. Sehr gut, danke vielmals für diesen Einblick. Jetzt, Andreas, du hast jetzt die verschiedenen Perspektiven aus der Schweiz, aus unterschiedlichen Gegenden gehört. Was denkst du? Können wir es schaffen, da konkrete Souveräne in diese Richtung zu gehen oder hoffnungsloser Fall? Was soll ich jetzt sagen? Nein, aber es gibt ja schon viele Dinge, die ja schon laufen, die ja schon funktionieren. Von daher, ich glaube, das ist ja jetzt ein Prozess, in den man einsteigen muss. Es ist ja nicht so von heute auf morgen. Also bloß weil ich an irgendeine Tür souverän dran schreibe, ist das dahinter die Cloud souverän. Also das haben ja viele Hersteller ja schon versucht, dass sie souverän draufgeschrieben haben und dann versucht haben, damit alle Probleme zu lösen. Das ist ja etwas, man muss sich damit beschäftigen. Und ich glaube auch, dass dieser Umdenkprozess, das ist ja das Entscheidende dabei, zu verstehen, wie komme ich denn überhaupt hin, was sind die Rahmenbedingungen? Das funktioniert ja schon. Wir sind ja auch in Austausch mit verschiedenen Leuten aus der Schweiz ja schon länger. Von daher würde ich das sicherlich als hoffnungslose Fall bezeichnen. Da sind wir schon mal beruhigt, Daniel? Darf ich auch Fragen stellen? Ist das gestattet? Mich würde interessieren, ich glaube, das interessiert wahrscheinlich hoffentlich die anderen auch. Wir stellen fest, dass im Zusammenhang mit dem Einsatz von Open Source diese, ich sage mal, Enterprise-Fähigkeit, du hast es angetönt im Vortrag, oder wie wird dann der Support sichergestellt? Eben, es ist einfach, ich habe einen großen Lieferanten, kaufe das alles ein, dann ist der zumindest schuld und du hast es etwas angetönt. Aber für uns ist natürlich schon wichtig, wenn wir etwas skalieren, dann für 30.000, Zürich ist fast so groß wie die Bundesverwaltung, aber einfach, also wenn wir das wirklich ausrollen wollen für so viele, dann auch den Support, neue Funktionalitäten etc., kannst du dazu noch etwas sagen, wie damit umgeht, auch wie man das dann auch beschaffungsrechtlich einfordern kann? Also wir nutzen jetzt ja beispielsweise bei OpenDesk bewusst, ich habe es ja vorhin gesagt, gut abgehangene Technik. Also wenn man sich jetzt Open Exchange anguckt, die versorgen, ich glaube, 300 oder 400 Millionen Postfächer schon. Also das sind ja
im großen Bereich das IRM von, ich will jetzt keine Werbung für Unternehmen machen, aber das IRM von der Firma wird bei Orange eingesetzt. Die verwalten 30 Millionen Nutzer. Also das sind Software-Tools, die in der breiten Masse im guten Einsatz sind, auch professionell im Einsatz sind. Also nicht nur bei einzelnen Lösungen, sondern bei großen Unternehmen, die damit auch richtig Business machen. Und wir versuchen im Endeffekt diese Art zusammenzuführen, dass es wie ein Look and Feel ist. Also das ist das, was wir technisch da reingeben dann nochmal. Und vertragstechnisch haben wir jetzt beispielsweise bei OpenDesk einen GU ausgeschrieben. Also ein Generalunternehmer, der diese 8 Unternehmen bündelt, damit dann der Kunde ein Gesicht hat, damit der sich darum kümmert. Weil genau das ist ein Problem, wenn ich nachher verschiedenste Lösungen habe. Jede Lösung für sich funktioniert gut und hat auch Service dahinter. Und auch Verträge dahinter und auch Businessmodelle dahinter. Nur teilweise sind diese Unternehmen dann, schaffen es nicht, den Sprung in den Public Sektor reinzukriegen. Und das versuchen wir jetzt über diese Strukturen zu machen. A, dass Sendes das nach außen anbietet und da auch dafür sorgt, dass es funktioniert. Und durch diese Rahmenverträge, durch diese Bündelung zu sagen, hör mal zu, wir machen nicht mit jedem Einzelnen von euch einen Vertrag, sondern schreiben das gemeinschaftlich aus, schaffen wir Synergieeffekte, damit wir skalieren können, schaffen aber auch dieses One-Face-to-the-Customer-Prinzip im Endeffekt, was wir brauchen. Weil das ist der Public Sektor gewöhnt, dass sie einen Vertriebler haben oder einen Ansprechpartner haben und auch einen, der verantwortlich ist. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, um diese Hemmschwelle runterzuziehen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das versuchen wir halt so zu lösen gerade. Ob das vollumfänglich funktioniert, kann ich dir nächstes Jahr sagen, weil wir jetzt gerade an dem Punkt sind. Aber das ist die Idee dahinter. Also ganz tolle Idee, oder? Weil das ist natürlich etwas, was für unsere Mitarbeitenden, also wir haben Stabilität als ein wichtiges Ziel, oder das wir hochhalten und natürlich die Zuverlässigkeit der Anwendung. Und von daher, das wäre natürlich ganz prima auch für uns. Und verschiedene Anwendungen, wo es dann halt eben krankt, eben genauso einen Support, eigentlich so eine Supportstruktur zu haben. Ich kann vielleicht auch etwas dazu sagen, weil wir setzen ja gewisse Produkte ein mit Support, andere Produkte ohne Support. Weil wenn es geschäftskritisch ist, brauchen wir Support. Dort setzen wir LibreOffice ein beispielsweise. Und wie funktioniert das bei uns? Wir können wählen, was wir für ein Modell möchten. Wir haben eine Schweizer Firma, der, ich sag das mal so, vielleicht 70% des Source Code beherrscht. Und der Rest, da haben sie einen Vertrag mit einer deutschen Firma, ich nenne sie jetzt nicht, aber es gibt ja 2, 3 große, die auch den Source Code beherrschen. Und einen großen Teil der Anliegen, die werden schon lokal geregelt. Und wenn sie das nicht können, dann werden sie halt dann weiter gesendet. Und da habe ich auch schon mehrmals von der Bundesverwaltung gehört, ja, ihr mit euren 400 LibreOffice-Benutzer, ihr steht sehr gut da gegenüber, wenn ich jetzt 40.000 Benutzer habe, oder? Weil wir haben die Möglichkeit, einen Einfluss zu haben auf den Source Code. Ich nehme ein anderes Beispiel. Wir migrierten von einer Version zur anderen von OpenOffice dazu mal. Und wir dachten, wir haben einen Bug, ein Problem, oder? Es gab etwas, das nicht mehr funktionierte. Wir haben dem Schweizer Dienstleister angerufen. Eine Stunde später kam der Source Code und der Source Code stand drin. Das ist in diesem Sinne kein Bug, ist eine neue Funktionalität. Nur diese neue Funktionalität hätte bedeutet bei uns, wenn wir diese übernehmen hätten wollen, brauchten wir 60 Tage, Entschuldigung, um den Rest der Applikationen anzupassen. Was haben wir gemacht? Wir haben mit dem Dienstleister geschaut, die haben dann einen Parameter eingebaut in das LibreOffice und so konnten wir wählen, vorher oder nachher. Dieser Parameter kam dann zurück in die Community und der ist jetzt weiterhin drin. Das heißt, es ist nicht nur wir, der dieses Problem hatte, auch andere. Und das erlaubt auch gewisse Flexibilität zu haben. Vielleicht ein letztes Beispiel, vorhin Produktionsnamen einer Applikation, haben wir einen riesen Bug gesehen bei der Geschäftsverwaltungsapplikation. Wir schauten mit dem Dienstleister, ja, ihr seid doch nicht in Produktion, ist kein Problem, es ist nicht prioritär für uns. Und da haben wir den Source Code angeschaut. Das heißt wir, die Entwickler, und da hat einer der Fehler gesehen, hat diesen korrigiert, weitergegeben. Es ging dann zum Lieferanten in der Quality Testing und am Ende haben wir definiert, welche Priorität wir wollen für den Support. Das ist auch etwas, das Flexibilität bringt. Bei Microsoft könnt ihr noch lange sagen, das ist jetzt prioritär, das müsst ihr jetzt für uns korrigieren. Ich glaube, das ist ganz kurz. Wir brauchen ein funktionierendes, professionelles Open-Source-Ökosystem. Wir brauchen Hersteller, die uns den Support liefern können. Und dann kommen wir auch in diese ganzen Souveränitätsthemen rein, wo wir dann auch nicht abhängig sind von größeren Unternehmen. Wir können uns die Lösung nachher aussuchen. Also wir können uns den Support nachher von verschiedenen Firmen aussuchen, weil die können uns da kontributen. Ich kann ja wirklich ausschreiben. Da sind ja mehrere Anbieter da. Und ich glaube, das ist auch aus wirtschaftspolitischer Sicht ein wichtiger Punkt, zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Und wenn wir es schaffen, dieses Ökosystem aufzubauen, mit den Herstellern dahinter auf einer europäischen Ebene,
dann haben wir da auch vielleicht etwas mehr wieder den Fuß in der Tür, was die Digitalisierung betrifft, weil momentan haben wir vielleicht noch den Zeh in der Tür, aber mehr auch nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns auch klar werden müssen, wenn wir als Staat, und wir sind ein großer Auftraggeber, diese Macht auch nutzen und sagen, wir wollen das jetzt haben, wir wollen, dass da was kommt, dann wird sich dahinter auch mehr und mehr Unternehmen etablieren, da wird mehr Business gemacht. Es gibt einen Grund, warum IBM Red Hat gekauft hat. Nicht, weil das aus Nächstenliebe passiert ist, sondern weil sie da einen wirtschaftlichen Faktor hintersehen. Und das ist etwas, glaube ich, was wir auch in allen Verwaltungsschichten noch präsenter machen müssen. Das ist ein Wirtschaftsfaktor und der kann uns auch mehr, richtig viel bringen. Und da müssen wir auch unsere Einkaufsmacht intensiver nutzen. Das versuche ich zumindest in Deutschland immer wieder Parlamentariern zu sagen. Wir haben da auch die Macht, weil wir geben extrem viel Geld für Lizenzen aus. Wenn wir davon mal anfangen würden, also wir hatten mal einen Minister gesagt, unser Problem ist nicht zu wenig Geld, sondern eher zu viel, weil wir es überall hingeben, anstatt das zu punktiert für Lösungen einzusetzen, wo wir langfristig was von haben. Und damit müssen wir uns, glaube ich, mehr beschäftigen. Ja, super, vielen Dank für diesen Einblick und auch die spannenden Diskussionen. Ich habe noch ganz viele Fragen von meiner Seite. Jetzt möchte ich trotzdem die Gelegenheit Ihnen geben, Fragen zu stellen, vielleicht auch Kommentare abzugeben. Gibt es gerade schon erste Wortmeldungen? Ja, da vorne, jetzt brauche ich eine Springerin oder einen Springer, genau. Pascal, schnapp das vom Dani, der hat eines da. Genau, und das ist die Magda gleich da vorne mit der Hand oben. Magdalena Koi. Andreas, eine Sache, die du gesagt hast, ist die Marktmacht nutzen. Die Frage, die sich mir stellt an vielen Punkten, ist auch, sind denn die öffentlichen Verwaltungen schon überhaupt alle in der Lage, diese Macht zu nutzen? Weil manchmal aus IT-Sicht habe ich nicht das Gefühl, dass alle Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung verstehen, wie Digitalisierung funktioniert, was eigentlich Open Source ist, wie man solche Anforderungen stellen müsste. Das heißt, die Frage ist nicht nur, machen die das, sondern können die das überhaupt schon? Sehr gute Frage. Ja. Das ist einer der Gründe, warum wir Zendesk gegründet haben, um genau diese starke Auftraggeberfähigkeit auch zu machen. Also wir haben eine GmbH, wo ich marktübliche Preise zahlen kann, um auch die Fachexpertise, also mit DevOps-Ingenieure einzukaufen, Softwareentwickler einzukaufen, Projektleiter einzukaufen, damit die dann diese Projekte auch steuern, damit die auch diese Vergabe machen, damit sie auch genau diese starke Auftraggeberrolle machen. Weil ich habe viele, viele Jahre auch im Innenministerium gesessen und da rotiert man, da macht jeder mal alles. Da haben wir sicherlich ein Problem, dass diese starke Auftraggeberfähigkeit nicht gegeben ist. Und das ist einer der Gründe, warum wir sagen, wir müssen das zentralisieren, um auch diese Kompetenzen zentral vorhalten zu können. Weil, das bin ich bei dir, das kann nicht jeder und das schafft auch nicht jeder. Deswegen muss man sich überlegen, wer kann denn diese Rolle einnehmen und wer kann das denn dann treiben? Weil ich kann das nicht über alle Verwaltungsschichten hindurchziehen. Wenn ich 25 Jahre Erfahrung darin habe, dann habe ich ein Haus, was das aufgebaut hat, wo ich einen Spirit habe, wo die Verständnis dafür haben. Wenn ich damit jetzt in die Häuser reingehe, ihr müsst Open Source beschaffen, dann sagen die ja, okay, wo muss ich einen Haken setzen? Ja, es reicht manchmal nicht, nur einen Haken zu setzen. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken, was man da tut. Und deswegen, ich glaube, dass man eher gucken muss, wie man Dinge bündelt, weil diese Kompetenzen in der Fläche auf einmal, das schaffen auch die Kommunen, können das gar nicht schaffen. Wo sollen sie das Personal hernehmen? Spannend. Also dann müsste eigentlich die Schweiz auch so ein Zendis gründen, oder was wäre jetzt so deine Aussage, Daniel? Ja, vielleicht, ja. Vielleicht. Also ich, was mich noch interessieren würde, die Grafik, das war wunderschön, oder? Wie das gebündelt wird. Aber ist das einfach freiwillige Mitarbeit? Ist das, weil es dann besser ist? Ist das so etwas, wie wir heute haben mit, keine Ahnung, E-Operations für diejenigen, die es kennen? Ist das freiwillig? Ist das eine Pflicht? Ist das ein, in der Bundesverwaltung würde man sagen, Standarddienst etc.? Also wie funktioniert das? Wir haben jetzt in der Schweiz die Pflicht, dass was wir tun, dass das als Open Source zur Verfügung gestellt wird. Umgekehrt nicht, aber immerhin in diese Richtung ist es einmal geklärt. Und da würde mich noch wundern, was die Spielregeln sind, bevor ich dann sagen kann, ja, das machen wir auch oder nicht. Also klären wir die Frage noch schnell. Ja, also das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist weniger über einen Zwang, sondern über ein Angebot schaffen und sagen, die Allianz der Willigen, die Interesse haben. Weil auch da muss man einfach sagen, parteipolitisch, aber auch einfach in den Strukturen, gibt es Bundesländer, die sind sehr groß an gewisse amerikanische Hyperscaler gebunden. Es gibt Bundesländer, so wie es auch Institutionen gibt, die da viel offener mit umgehen. Beispielsweise Ressortforschungseinrichtungen, Robert-Koch-Institut und diese ganzen Institutionen sagen ganz klar immer zu, ich will mehr Open Source machen, ich kann es aber selber nicht, also kümmer du dich bitte drum. Thüringen, Schleswig-Holstein sind Bundesländer, die das Thema massiv pushen. Und es gibt andere Bundesländer, die sagen, ich will das jetzt gerade nicht. Deswegen versuchen wir, über den Ansatz zu gehen,
Allianz der Willigen, wer hat denn Interesse, wer will sowas Ähnliches machen, dann machen wir es zusammen. Also ein schönes Beispiel ist gerade das KI-Thema. Mehrere Länder beschäftigen sich jetzt mit dem KI-Thema und sagen, eigentlich wollen wir unsere Daten nicht rausgeben, wir wollen aber ein Modell haben. Also sollen wir uns darum kümmern als Zendesk, da sind wir jetzt gerade in den Planungen. Wir nehmen ein Open-Source-Modell, die Länder trainieren es mit ihren Daten, wir kümmern uns aber darum, dass das Modell wieder zur Verfügung gestellt wird, damit alle wieder davon profitieren können. Also nehmen wir die Projektträgerschaft ein, von denen die wollen. Wir zwingen keine dazu momentan. Sondern, und das ist etwas, wo ich auch glaube, wo man eher Bewegung reinkriegt, als wenn man es unbedingt dann durchdrückt, sondern man schafft ein Angebot. Und meine Wahrnehmung ist, dass das Angebot sehr gut angenommen wird. Wenn man das jetzt spiegelt mit der Industrie, jedes größere Unternehmen hat mittlerweile also ein Open Source Program Office, ein OSPO. Selbst Microsoft hat ein OSPO. Weil sie merken, wir müssen zentrale Strukturen schaffen, um das Thema in unsere Strukturen reinzubringen. Wir brauchen Kompetenzen an zentraler Stelle, um das ausrollen zu können. Also das ist jetzt auch keine Erfindung, die ich mir überlegt habe, sondern wir haben im Endeffekt Dinge kopiert, die Industrie schon seit Jahren macht, und haben versucht, davon zu lernen, auch in vielen Gesprächen, die ich mit den Kollegen hatte, wie können wir es optimal aufstellen. Also mein Weg war bis jetzt immer anbieten und meistens waren immer welche da, die auch wollten. Also ja, und ich finde, wir merken einfach gerade wirklich eine Dynamik auch wieder, dass man stärker zusammenarbeitet, jetzt gerade KI eben, die LLMs, die dann eben ausgetauscht werden. Ich finde das eine super Opportunity, die man jetzt nutzen könnte, oder? Hier den Schwung mitzunehmen und wirklich die Kollaboration zu festigen. Und dann kommen wir vielleicht auch in die Richtung gemeinsame Beschaffung stärken / Marktmacht, oder? Vielen Dank. Vielen Dank für diese Einblicke. Wir gehen weiter. Weitere Fragen sind da noch. Hände oben. Genau, kannst du das Mikrofon? Ich möchte gerade anschließen, die Allianz der Willigen. Ich denke, wenn es um die Finanzen geht, werden diese Willigen ja diese Finanzen aufbringen, um das weitertreiben. Wie ist die Situation, dass man darauf reagiert, wenn ein paar Willige vorausgehen und dann ein paar Trittbrettfahrer mitwollen, wenn es dann funktioniert? Wie gehen Sie mit dieser Problematik um? Oder kommt das in Deutschland nicht vor? Natürlich gibt es immer die vorreiten, die das auch noch politisch für sich nutzen und politisch für sich ausschlachten und das sich aufs eigene Heft dann nachher schreiben. Was aber auch vollkommen okay ist, weil die vorgehen sollten, entsprechend auch die Lorbeeren dafür ernten. Letztendlich ist es so, dass wir vor allen Dingen dann immer sagen und auch argumentieren, wirtschaftlich gesehen, es ist nachnutzbar. Also die jetzt vorreiten und etwas investieren, es ist ja für andere nachnutzbar, es ist ja kein Fehlinvest. Und das hat bis jetzt immer, zumindest meiner Wahrnehmung, dazu geführt, dass verschiedene Bundesländer, verschiedene Institutionen sagen, okay, wir investieren hier, weil wir wissen, es kann nachgenutzt werden. Und wenn es dann Leute nachnutzen, ist es ja schön, aber es muss jetzt nicht unbedingt ein Reinvest laufen. Also wir haben jetzt keine Reinvestschleife nach dem Motto, ihr habt jetzt das bezahlt und dann müssen die anderen das bezahlen. Sonst geht eher darum, zu sagen, okay, die sind vorgegangen, wir haben festgestellt, das ist der richtige Weg. Und so schaukelt man sich nachher dann quasi hoch. Also es gibt, schönes Beispiel Deutschland, 115 Behördennummer, wo man anrufen kann. Da haben am Anfang ein paar Länder gesagt, wir machen das jetzt. Mittlerweile sind es alle. Aber es haben halt Länder auch 5 Jahre gebraucht, bis sie zu dem Punkt kommen, aus welchen Strukturen, auch strukturellen Herausforderungen auch immer. Und ich glaube, dass das eher der Weg ist, als wenn man sagt, man versucht es halt im Einstimmigkeitsprinzip. Weil das ist im Endeffekt in vielen Bereichen, ich will nicht sagen, ist es nicht gescheitert, aber man merkt einfach, wenn man versucht, 16 Bundesländer und den Bund immer im Einstimmigkeitsprinzip, immer mit dem gleichen Punkt nach vorne zu bringen, wird das meistens nicht schneller. Und das haben, glaube ich, viele verstanden, dass man da einfach mal andere Wege gehen muss. Und da nehme ich zumindest bis jetzt positive Dinge wahr. Und auch, dass die Rechnungshöfe da jetzt nicht querschießen und sagen, das geht aber gar nicht, sondern eher so, dass sie sagen, okay, das ist der richtige Weg. Aber vielleicht jetzt doch nochmal ganz konkret. Das heißt, also das Geld, es kostet irgendwie 1 Million, irgendein Feature oder so, und dann geben alle da freiwillig Geld rein? Oder wie muss man das konkret vorstellen? Freiwillig, also jetzt aktuell ist die Finanzierung durch den Bund aufgesetzt für dieses Jahr. Und der Plan ist im Endeffekt, dass natürlich die kommen, auch sagen, was passieren muss. Also es geht der die Musik bestellt und bezahlt, der kann auch sagen, was gespielt wird nachher. Und das ist das, was wir als Prinzip natürlich auch sagen. Also wenn es dann nachher geht, dass der Hintergrund dann Camouflage, also wenn die Bundeswehr es bezahlt, dann wird der Hintergrund wahrscheinlich Camouflage werden. Und das ist natürlich ein Punkt, wo dann Leute kommen, ach so, ich habe aber lieber das noch gerne und das noch gerne. Und dann kann man das ja der Reihe nach, bewegen sich dann Dinge in die richtige Richtung. Sehr gut, danke. Wir wollten ja auch mal eine Community aufbauen im Jahre 2011,
haben wir nicht machen können. Und da war auch das Thema von Trittbrettfahrer und so weiter. Am Ende ist Open Source Meritokratie-Prinzip, wie du gesagt hast, oder? Der zahlt, der kann auch die Funktionalität haben. Und die Trittbrettfahrer, die helfen auch, weil die werden das Produkt einsetzen, die werden Bugs vielleicht sehen oder und sagen, ja, da könnte man, das sind auch Tester vom Produkt. Und in diesem Sinne können diese auch behilflich sein. Aber eben, das, was nicht gesagt wurde, Meritokratie-Prinzip, das ist die Basis in diesem Sinne. Ja, und vielleicht das noch ergänzend jetzt die Erfahrung aus der Ausschreibung, die wir gemacht haben. Natürlich ist auch nachher das Subscriptions-Modell, also das Service-Modell dahinter, desto mehr Nutzer, desto günstiger wird's. Und das sind schon Riesensprünge, die dazwischen entstehen, ob ich 70 Nutzer habe oder 70.000 Nutzer habe. Das ist in dem Modell nachher bei der Skalierbarkeit ganz andere Preismodelle. Und deswegen ist dieses Trittbrettfahren dann eher sogar, was wir bewusst uns ja wünschen, weil ich bestelle den Hintergrund und sage, wie der Hintergrund aussieht. Wenn es andere nachnutzen, ist das toll. Und dann für mich habe ich nachher wieder ein besseres Preisniveau. Also desto mehr Leute es nutzen, desto größer wird das Ökosystem, desto größer haben wir Industrie dahinter, desto bessere Produkte kriegen wir. Und da profitieren wir letztendlich nachher wieder alle von. Das ist eigentlich so der zentrale Weg, den wir versuchen einzuschlagen. Open Source Community sozusagen. Vielen Dank für diesen spannenden Perspektivenwechsel der Trittbrettfahrer. Das, denke ich, ist schon noch so ein Eye-Opener, auch für mich jetzt, das auch aus positiver Perspektive zu hören. Weitere Fragen ganz oben. Da braucht es ein bisschen hochklettert, genau. Dankeschön. Ich habe eine Frage. Gibt es auch Migrationsstrategien für Wechselwillige? Oder wie werden die erarbeitet? Weil ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme oder eine der großen Herausforderungen in der ganzen Sache. Wenn man auf der grünen Wiese anfängt, ist immer nett. Wenn man zig Daten mit umziehen muss, dann überlegt man sich das wahrscheinlich zweimal. Genau. Wir haben beispielsweise, fängt ja an mit Dateiformaten, dass man beispielsweise bei Dateiformaten irgendwann mal dazu committen muss, dass man beispielsweise ODTs abspeichert und nicht als DocX und Co. Was wir jetzt gerade machen, ist in verschiedenen Bereichen Daten migrieren schon mal wir Zendes selbst haben angefangen, weil ich hatte nichts als IT, also haben wir mit Microsoft angefangen. Die Daten haben wir jetzt alle migriert in unsere Nextcloud-Umgebung rein bei OpenDesk. Und das funktioniert schon. Man muss die Daten zwar anfassen, muss sie migrieren. Wir sind gerade dabei, da gibt es auch Tools für toolbasierte Lösungen, wie man Migration beispielsweise von kompletten Outlook-Instanzen rüberziehen kann, auf OpenExchange zum Beispiel. Da gibt es Lösungen für. Da haben wir jetzt schon erste Erfahrungen mit gesammelt, weil wir einzelne Institutionen schon umgezogen haben, beispielsweise im Robert-Koch-Institut. Also das ist, fairerweise ist das auch nicht immer schön, aber es geht. Und auch da lernen wir dazu, und das ist auch einer der Punkte wieder, wo man, also dadurch, dass wir diese Wege gehen und diese Schritte gehen und dazu auch die Kompetenzen dazu aufbauen, lernen wir beim nächsten Mal, wie es einfacher geht. Das ist einer der großen Vorteile. Das Datenmigration ist egal, von welchem Tool zu welchem Tool, macht nie Spaß. Also da müsste mir jemand zeigen, wo es Spaß macht. Und der Punkt ist aber der, man kann das machen und es funktioniert auch und es gibt auch viele Tools, die dabei unterstützen, weil natürlich die Hersteller, die Open-Source-Hersteller wissen, ich muss was anbieten, damit die überhaupt zu mir kommen. Wenn ich denen sage, du musst händisch 18 Millionen Outlook-Kalender neu eintragen machen, dann hat da keiner Lust drauf. Also da gibt es mittlerweile auch technische Lösungen, die angeboten werden, um Migrationen möglichst einfach zu gestalten. Ich will nicht sagen, dass sie einfach sind, aber dass sie einfacher gestaltbar werden, weil sonst würden diese Unternehmen ja auch nie am Markt sich profitieren können, weil nirgendwo ist mehr eine grüne Wiese. Also wenn man vielleicht mal eine neue Behörde aufbaut, aber digital sind wir doch schon so weit, dass wir überall nicht von einer grünen Wiese sprechen können mittlerweile. Wann passiert das schon, eine neue Behörde aufbauen? Ein Zentris aufbauen? Zentris. Also ihr habt es gehört, liebe UnternehmerInnen, also Migrationsmodelle auf OpenDesk, das wäre sicher ein spannender Business Case. Daniel, du wolltest noch was sagen? Ist gut. Vielleicht noch eine Frage doch noch von meiner Seite. Wie muss man sich diesen OpenDesk vorstellen? Ist das ein Linux, wo da jeder komplett etwas Neues lernen muss? Oder wie schwierig ist dieses OpenDesk? Schwierig ist es nicht. Es sind im Endeffekt, also wir haben darauf geachtet, dass wir nicht von einem Vendor-Login in den nächsten Vendor-Login rennen. Haben also darauf geachtet, dass wir eine modulare Architektur, also dieses Projekt läuft ja schon ein bisschen länger, eine modulare Architektur auf den Weg bringen, wo wir verschiedene Lösungen austauschbar gestalten. Das heißt also, wir wissen beispielsweise, ein Beispiel, die Norddeutschen nutzen gerne Jitsi, die Süddeutschen nutzen gerne BigBlueButton. Das hat wenig mit technologischen Gründen zu tun, sondern einfach, weil es die Norddeutschen so machen, machen es die anderen andersrum. Und um diese Möglichkeiten auch zu schaffen technologisch, haben wir gesagt, okay, wir müssen das auch technologisch irgendwie abbilden können. Das wollen wir auch, weil wir wollen ja Innovationsfähigkeit haben. Ich will ja State-of-the-Art-Technologie implementieren können. Das kann ich, weil die APIs offen sind, weil die Standards offen sind. Und so ist es im Endeffekt aufgesetzt. Also wir haben 8 verschiedene Hersteller genommen mit gut abgehangener Technik, die im,
Also Open Project beispielsweise haben wir integriert, Mercedes-Benz hat die komplette Produktionslinie darauf ausgerichtet. Also kann das nicht ganz so schlecht sein. Und die haben wir bei uns halt integriert und gucken dafür, dass sie halt im Backend vernünftig funktionieren miteinander. Mit der Möglichkeit, auch nachher einzelne Tools auswechseln zu können. Also die Idee ist, modulare Architektur, einzelne Puzzleteile zusammensetzen und auch Puzzleteile ergänzen können. Weil beispielsweise E-Akte-System, wir müssen ja auch diese ganze Archivierung irgendwie vernünftig machen. Das heißt, auch wie binde ich Fachverfahren an? Kaum eine Verwaltung, vielleicht bis auf die Ministerialverwaltung, hat Fachanwendung. Die müssen irgendwie angedockt werden. Das heißt, wir müssen diese Schnittstellen nach außen auch dokumentieren und auch die Möglichkeit schaffen, dass wir dann den Fachverfahrensherstellern etwas anderes anbieten als die Standard-Microsoft-Schnittstelle. Und das vielleicht als letzten Satz dazu, das ist mir immer wichtig, es muss sowieso etwas passieren, weil alles, was aktuell an Legacy-Anwendungen, an Fachverfahren nicht cloudfähig ist, muss in den nächsten Jahren sowieso angepasst werden, weil ab 2029 gibt es Arbeitsplätze nur noch aus der Cloud. Das heißt, diesen Weg müssen wir sowieso gehen. Dann müssen wir jetzt so darauf achten, dass wir offene Standards, offene Schnittstellen haben, damit wir diese andocken können. Also der Linux-Desktop, ist das jetzt ein Thema? Nein, wir machen das browserbasiert komplett. Es ist komplett browserbasiert, damit wir, egal welches Device, egal welche Cloud-Struktur dahinter ist, im Endeffekt, was alles Kubernetes-basiert ist, ich kann es in jeder Public-Cloud ausrollen, ich kann es im U-Boot ausrollen, weil ich es airgapped machen kann. Das ist so konzipiert, dass ich es wirklich überall ausrollen kann. Es ist browserbasiert, damit auch die möglichst hohe Flexibilität zu haben. Okay, danke. Daniel. Darf ich noch, es lag mir schon vorhin auf der Zunge. Du hast jetzt ein paar Mal gesprochen, modularer Aufbau oder du in der Präsentation vom Leim zwischen diesen verschiedenen Systemen oder Funktionalitäten. Wer garantiert, dass der Leim hält? Ist das das Zendis oder wer gibt die Leim-Garantie? Die Leim-Garantie machen wir mit den Herstellern gemeinsam. Das heißt also jetzt auch in diesem Falle durch diesen GU, also erstmal A, das, was wir machen, stellen wir wieder Open Source, dass dieser Glue, dieser Leim kontrolliert werden kann von allen. Alle können reingucken, alle können sich auch damit andocken. Von außen, wenn jemand sagt, ich habe hier die beste Hundesteuer der Welt gebaut, dann gucke ich, ich kann diese Schnittstelle nutzen, also kann ich es entsprechend auch anbieten dann. Und das machen wir genau über diesen Servicevertrag dahinter. Das heißt quasi, der GU, den wir ausgeschrieben haben, der muss auch dafür Sorge tragen, dass diese Komponenten zusammen funktionieren. Damit ich nicht nachher anfangen muss, der ist aber schuld, der ist schuld, das funktioniert nicht, sondern dafür bewusst auch diese Ausschreibung als einen, der sich darum kümmert. Ihr oder der GU, den ihr beschafft? Das ist der GU, der das beschafft und wir erhalten den Rahmenvertrag, also haben wir die Verantwortung, den GU so lange zu verprügeln, dass das liefert. Okay, hoffen wir, es geht nicht so weit. Aber juristisch gesehen ist es das, wir haben den Vertrag, also halten wir den Vertrag, damit wir diese Inhouse-Ketten auch aufbauen können, damit wir aber in der Lage sind, ihn auszusteuern, haben wir entsprechendes Personal, entsprechende Fachkräfte dafür, damit man auch dann diese starke Auftraggeberrolle wirklich ausüben kann, weil sonst hängt man immer zwischen verschiedenen Herstellern und dann fängt Fingerpointing an und so versuchen wir über die Vertragsstrukturen das aufzusetzen. Sehr gut. Also dann hoffen wir auf sehr harmonische Zusammenarbeit zwischen all diesen Playern, dass das ein Erfolg wird. Wir in der Schweiz werden da sicher weiterhin ein Auge auf das Zendis halten und ein Open Desk und Open Code und Daniel Markwalder eben hat schon angekündigt, er überlegt sich's mit dem Schweizer Zendis, genau. Alexandra schaut an, was in der OEZ alles für digitalen Souveränitätsthemen voranbringen kann. Und Daniel Brunner macht sowieso schon gut und soll weiterhin das gut machen. Herzlichen Applaus für diese vier Top-Panelisten. Genau, ihr könnt gerne Platz nehmen. Ich mache noch mein berühmtes Schlussvotum und dann haben wir es geschafft für die diesjährige Beschaffungskonferenz. Es war mir wirklich eine große Freude, eben moderieren zu dürfen, inklusive Abgabe der Moderation an die Panelisten. Das ist nicht sehr praktisch, wenn ihr gleich meinen Job übernehmt. Es ist in dem Sinn wirklich wieder eine tolle Konferenz gewesen. Ich hoffe, sie hat euch auch Spaß gemacht. Wenn nicht, könnt ihr das in den Feedback-Formularen dann angeben oder was man noch verbessern könnte, weil letztlich das wird dann in der Kürze per Mail euch möglich sein, dass ihr da Feedback geben könnt. Wir sind auch sehr froh für Feedbacks zu den einzelnen Speakers und Referaten. Dann eben, wie gesagt, die Folien, die Aufzeichnungen, ich wurde noch ein paar Mal gefragt, es ist wirklich so, die werden jetzt in Kürze dann aufgeschalten auf der Website der BFH, zum freien Download der Folien und die wir aufgezeichnet haben, auch der Referate. An dieser Stelle aber großen Dank auch noch an alle, die da mitgewirkt haben, das Programmkomitee, das schon fast vor einem Jahr begonnen hat, mit dem Call for Speaker zu konzipieren und dann im Februar eine lange Sitzung verhandelt hat, welche der rund 30
Eingaben wir da ausgewählt haben, dann auch die Moderation übernommen hat. Also ganz herzlichen Dank an alle, die da inhaltlich mitgewirkt haben. Herzlichen Dank aber vor allem auch die operativ hinter den Kulissen mitgewirkt haben. Und da möchte ich namentlich vor allem Lara Biel, die wahrscheinlich gar nicht da ist. Eben, darum sind sie eben hinter den Kulissen. Und Safia Verbruggen nennen, also sie werden nachher im Anschluss dann ein kleines Geschenk kriegen und werden verdankt, aber sowieso würde ich sagen mit einem Applaus, dass sie dann vielleicht aus der Ferne hören. Und somit bleibt es mir nur noch, euch einen schönen Apero zu wünschen. Ihr habt es verdient, bis zum Schluss durchgehalten und von dem her hoffe ich, Sie am genau gleichen Datum in einem Jahr wiederzusehen, am 27. August 2025 hier im Fonroll. Bin gespannt, was wir bis dann an Open Desk Stories und OSPOs und Embarks und so schon hören. Von dem her ganz vielen Dank für alle Mitwirkenden und dann schönen Apero und kommt gut heim.